Hey, ich bin Fasan und ab sofort versuche ich alle eure Fragen zum Thema Training, Ernährung und Erholung zu beantworten. Und los geht's mit der Frage, wie ernähre ich mich und wie trainiere ich als Schichtarbeiter? Wir schauen uns jetzt mal die biologische Leistungskurve an, die für alle Menschen gilt. Unten seht ihr die Uhrzeit und links seht ihr die Leistungsbereitschaft. Ja, die haben wir unterteilt in hoch und niedrig. Und wie ihr seht, gibt es zwei Hochpunkte über den Tagesverlauf. Den ersten habt ihr um die Mittagszeit um 12 Uhr und den zweiten ungefähr um 17, 18 Uhr. Dann gucken wir uns noch die Tiefpunkte an. Ja, wie ihr wisst, nach dem Mittagessen gibt es so einen kleinen Knick. Um 15 Uhr fühlt man sich so ein bisschen träge und nicht ganz so fit. Und den richtigen Tiefpunkt habt ihr mitten in der Nacht, wenn euer Körper die Systeme runterfährt und ihr euch vom Tag erholt. Wenn ihr in Schicht arbeitet, seid ihr oft nicht so flexibel bei der Planung eures Trainings. Aber keine Sorge, da gibt es eine Empfehlung. Und zwar, wenn ihr aus der Frühschicht kommt, macht es Sinn, direkt nach der Schicht zu trainieren, damit ihr möglichst noch in diesem Leistungsbereich seid, der ziemlich hoch ist. Und jetzt gucken wir uns noch die Spätschicht an. Da macht es Sinn, vor der Arbeit zu trainieren. Ja, da seht ihr zwar schon auf dem abfallenden Ast, aber ihr seid immer noch leistungsfähiger, als wenn ihr nach der Spätschicht trainiert und euch irgendwo mitten in der Nacht befindet, wo euer Körper die Systeme runtergefahren hat. Okay, wir machen weiter mit dem Thema Ernährung. Und hier wollen wir uns als erstes mal anschauen, wie ihr euch ernährt, wenn ihr in der Spätschicht arbeitet, beziehungsweise Nachtschicht. Hier ist die Gefahr nämlich am größten, dass ihr das Abendessen zu weit in die Nachtstunden schiebt. Und das würde bedeuten, dass euer Körper die Fette aus der Mahlzeit zu schnell einlagert und zu hoch auch einlagert und dass ihr, wenn ihr nach Hause kommt, zu satt seid und nicht gut schlafen könnt. Das hat also auch einen negativen Einfluss auf euren Schlaf. Ich empfehle euch, plant eure Mahlzeiten ganz normal zu den üblichen Uhrzeiten. Morgens frühstückt ihr um 8 oder 9, mittags um 1 nehmt ihr das Mittagessen zu euch und abends um 19 Uhr spätestens um 20 Uhr habt ihr zu Abendbrot gegessen. So steigert ihr eure Schlafqualität und ihr habt immer ausreichend Energie für die Trainingseinheiten in den Mittagsstunden. Zwei Sachen habe ich noch für euch. Wenn ihr in der Nachtschicht arbeitet, dann passt ein bisschen auf, dass ihr nicht zu viel Kaffee konsumiert. 1 bis 2 Tassen sind okay, aber ihr müsst auch immer im Auge behalten, dass ihr irgendwann nach Hause geht und schlafen wollt. Und wenn ihr dann zu viel Kaffee und auch zu spät Kaffee getrunken habt, dann leidet eure Schlafqualität. Ein anderer Tipp, wenn ihr merkt, dass ihr nicht auf die 8 Stunden Schlaf kommt und genügend regeneriert, baut nach 3-4 Stunden ein kleines Powernap ein von 15 Minuten, um eure Hormone nochmal zu boosten und auch genügend Power fürs Training zu haben. Okay, dann schauen wir uns noch an, wie es ist, wenn ihr in der Frühschicht arbeitet. Da ist es so, ihr plant euer Frühstück auf der Arbeit um 9 Uhr, dann arbeitet ihr noch die letzten Stunden, kommt nach Hause, nehmt euer Mittagessen zu euch. Dann werdet ihr wahrscheinlich sehr müde sein danach. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt nicht ins Bett legen und stundenlang schlafen, sondern macht lieber einen Powernap. Das heißt maximal 15 Minuten. Stellt euch einen Wecker, nehmt einen Schlüssel in die Hand. Und wenn der Wecker klingelt nach 15 Minuten oder der Schlüssel runterfällt, dann steht ihr auf, habt Energie, könnt zum Training gehen. Müsst nur darauf achten, dass ungefähr 2 Stunden zwischen Mittagessen und Training liegen. Nach dem Training nehmt ihr schon euer Abendbrot zu euch und dann um 20 Uhr ist auch schon Schlafenszeit. Dann geht ihr ins Bett und erholt euch für die nächste Frühschicht. Ihr fragt euch jetzt bestimmt noch, ob ihr irgendwas beachten müsst bei der Zusammensetzung eurer Mahlzeiten. Aber da kann ich euch beruhigen, es verändert sich gar nichts. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist die Uhrzeit, zu der ihr esst. Ansonsten bleibt das Verhältnis von Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten genauso, als wenn ihr tagsüber arbeiten würdet. Wir sehen uns nächstes Mal. Ich bin gespannt auf eure Fragen. Bis dann.